Konstruiere über SWS das Dreieck ABC mit A gleich 4 cm, Beta gleich 50 Grad und C gleich 6 cm. Zuerst gilt mal die Überlegung, existiert dieses Dreieck überhaupt? Dafür muss man zwei Eigenschaften überprüfen. Einmal ist die Dreiecksungleichung erfüllt. Das heißt, sind zwei Seiten immer größer als die dritte? Da wir hier nur über zwei Seiten Kenntnis haben, können wir nichts weiter über die Dreiecksungleichung aussagen und gehen davon aus, sie ist erfüllt. Das zweite, was wir überprüfen müssen, ist die Winkelsumme, also die Innenwinkelsumme. Die muss ja immer 180 Grad sein und darf nicht größer sein. Da wir allerdings nur was über den Winkel Beta wissen, können wir auch hier nichts weiter aussagen und gehen davon aus, die Winkelsumme ist ebenfalls korrekt. So, damit ist dieses Dreieck eindeutig konstruierbar. Für die Konstruktion benötigen wir eigentlich zwei Hauptschritte, nämlich erstens, wir zeichnen eine Skizze, um zu wissen, welche Größen sind gegeben und wo liegt eigentlich welche Größe, und zweitens ist die Konstruktion selbst. So, fangen wir an mit der Skizze. Wir zeichnen ein beliebiges Dreieck. Das muss nicht maßstabsgetreu sein, sondern dient ja nur zur Anschauung. So, wir benennen die Punkte A, B, C entgegen des Uhrzeigersinns. Der Winkel Alpha liegt bei A, der Winkel Beta bei B und der Winkel Gamma bei C. Und die Seite A liegt dem Punkt A gegenüber, die Seite B liegt dem Punkt B gegenüber und die Seite C liegt dem Punkt C gegenüber. Jetzt nehmen wir einen Farbstift und markieren die bekannten Größen. A mit 4 cm ist hier zu finden, dann der Winkel Beta mit 50 Grad und die Seite C mit 6 cm. Jetzt ist dieser Kongruenzsatz auch deutlich zu sehen. SWS heißt der Seite eingeschlossene Winkel Seite. Das ist hier zu finden, die Seite, nochmal die Seite und hier der eingeschlossene Winkel. Gehen wir an die Konstruktion. Wir fangen mit einer beliebigen Seite an. Ob jetzt A oder C ist vollkommen egal. Ich entscheide mich für C, weil C ist die Unterseite des Dreiecks und lässt sich schön auf die Kästchen zeichnen. Also Schritt 1, zeichnen die Seite C. Die Seite C hat die Eckpunkte A und B. Und die beschriften wir natürlich auch. So, zweiter Schritt ist, an dieser Stelle müssen wir jetzt den eingeschlossenen Winkel zeichnen. Der Winkel liegt beim Punkt B und ist 50 Grad groß. Also zeichne Beta. Dafür nehmen wir das Geodreieck. Aufpassen, dass man die richtige Skala zum Zeichnen benutzt. Und zeichnen hier so einen freien Schenkel hin. Ja, also hier ist der Winkel Beta zu finden. So, der weitere Schritt heißt, wir suchen den Punkt C. Wir wissen, die Seite A ist 4 cm lang. Das heißt also, der Punkt C liegt genau 4 cm vom Punkt B entfernt. Aus unserer Konstruktion wissen wir, der Punkt C muss irgendwo auf diesem freien Schenkel liegen. Und zwar 4 cm von B entfernt. Das lässt sich jetzt recht einfach mit einem Zirkel zeichnen. Ich nehme einen Zirkel, zeichne einen Kreis um B mit Radius 4 cm. Schreibe ich es noch auf. Kreis um B mit Radius gleich A gleich 4 cm. So, da ich auf meinem PC nicht mit einem Zirkel zeichnen kann, nehme ich mir eine Schnur zur Hilfe. Und erhalte hier einen Schnittpunkt. Und das ist dann genau mein Punkt C. Zum Schluss muss ich nur noch die Punkte verbinden. Um mein gewünschtes Dreieck ABC zu erhalten. Auch hier gilt wieder aufpassen. Sollte man den Winkel falsch rumzeichnen, kann es hier unten natürlich auch einen Schnittpunkt geben. Allerdings wäre dann der Umlaufsinn falsch herum, also A, C, B. Deswegen kann es jetzt in diesem Fall nur diese Konstruktion geben. Und die ist auch an dieser Stelle fertig.